Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Rödinghausen mit dem Anstoß in Weiß. Und los geht's! Stimmung hier wie gewohnt, gut in Velbert, kleines schnuckliges Stadion, passt aktuell zur Lage des WSV. Auch heute wieder ähnlich wie gegen Gladbach, gute 2000 Zuschauer da und Mert Göckhang mit dem ersten Sololauf über die Seite. Charlie Benchop, Korzuschek, Peitz, das spielen sie sehr gut aus. Peitz mit links, der erste Abschluss der Partie. Nach knapp 2 Minuten gehört dem Wuppertaler SV. Und der Ball von Haßmann war nicht gut. Benchop passt auf. Korzuschek, den muss er machen. Und dann ist es Ping-Pong im Strafraum. Meine Herren. Die größte Torschance dieser Partie jetzt. Regionalliga Westfalen-Pokal, wo auch immer. 75 Gegentore. Die bekommen nicht mal ein Gegentor pro Spiel. Flottmann! Und jetzt haben wir die Torschance für den SV Rödinghausen auf der anderen Seite. Der Mann mit der 30 beim SV Rödinghausen. Immer aggressiv in den Zweikämpfen. Bulut wechselt die Seite sehr gut auf Göckern. Gutes Zusammenspiel. Mert Göckern. Aber der Ball war schlecht. Matschitta! Und dann packt der Haßmann knapp daneben. Nächste Ecke, Nummer 3. Für Rödinghausen. Die ist deutlich gefährlicher. Schuster und Patrick Kurzen dann. Auch der kann abgeblockt werden. Bleibt aber in Weiß. Und Schuster jetzt mit dem Fehler. Tobi Peitz fordert den Freistoß, anstatt weiterzumachen. Er hätte eine gute Kontersituation geben können. So bleibt Rödinghausen in Ballbesitz. Fair und Patzler. Wolf darf sich da jetzt gegen Bulut versuchen. Und Bulut mit Tempo. Matschitta. Benchop. Kommen Sie in den Abschluss. Peitz. Erste gute Abschlusschance in Halbzeit 2. Gehört wieder dem WSV. Und gehört wieder Tobias Peitz. Guter Ball. Göckern ist aber da. Genau wie Tunga. Dakai. Stark gemacht. Mit einer Körpertäuschung 2 Mann aus dem Spiel genommen. Eros Dakai. Und dann ist Sebastian Patzler da. Beide Teams also jetzt mit dem ersten Abschluss in Halbzeit 2. Mert Göckern versucht sich jetzt. Göckern! Ecke! Benchop. Gut gemacht jetzt von Bulut. Benchop. Beckhoff und Haßmann ist da. Und Haßmann, genau das, was ich eben gesagt habe. Ein Spieler, der sich mit allem reinwirft, was er hat. Super gespielt über Bulut und Benchop. Und dann kommen sie mit viel Tempo hinter die Kette. Hippe. Bringt sich jetzt auch immer mehr in der Offensive ein, Maximilian Hippe. Korzuschek jetzt. Kurzen. Safi. Ramin Safi. Und Patzler im Stile eines Volleyballspielers. Dams gegen Kurzen, kein Foul. Koroba bringt den Ball nicht rein, Ecke. Auf den Mann, auf Sebastian Patzler von Ramin Safi. Die Ecke im Anschluss wird gefährlich. Mirko Schuster nimmt Göckern wieder mit. Der nächste Wechsel bei Rödinghausen steht an. Aber erstmal Bulut! Mit der größten Chance in Halbzeit 2. Hüseyin Bulut kommt da eher an den Ball. Vor Schuster. Pittlick steht da. Benchop, Dams, Leon Schwers. Die alle können's.
Rodriguez Pires. Benchop! Ja, das gibt's doch nicht! Das ist nicht wahr! Die machen einen verrückt! Das ist unglaublich in Wuppertal! Wir schreiben die 89. Spielminute und der WSV holt sich das Ding schon wieder. Unfassbar! Das kann man nicht erklären! Das gibt es nicht! Das ist unmöglich! Das ist unmöglich! Rodriguez Pires, die Ecke, Benchop steigt am höchsten und nickt das Ding ein. Und was soll ich euch sagen? Man hat in den letzten ein, zwei Minuten schon das Gefühl bekommen, Rödinghausen immer weiter nach hinten. Der WSV baut auf einmal den Druck auf, rundherum. Und jetzt haben sie es wieder. Unfassbar! Ist es dieser Lucky Punch? Benchop, Beckhoff, Haßmann. Ja, es gab jetzt in der Nachspielzeit ein wenig Hektik, viele Wechsel, das Tor noch. Aber sind wir ehrlich, 7 Minuten Nachspielzeit reichen dann auch. Und das gilt auch für Alexander Ernst. Der Wuppertaler SV gewinnt durch ein Tor. Natürlich! In der 90. Minute von Charlison Benchop mit 1:0 gegen den SV Rödinghausen.